Es gibt wieder Neuigkeiten im Nachforschungsmenü. Zwei Hinweise fehlen uns noch. Ein oder zwei kriegen wir noch von hier. Wir kriegen von ihm einen Hinweis und bestimmt von was Drittem noch. Und von dem Boss hier. Ja. Und dann wissen wir, wer direkt für den Orden arbeitet. Zwei Pünktchen. Ich kaufe mal das Ding hier. Es gibt nämlich eine Trophäe. Also, ich muss eh alle Fähigkeiten holen. Aber mit dieser Fähigkeit, Fertigkeit, habe ich jetzt Maximum 5 Attentäterkonzentrationen. Das, was ich gerade bei dem Hauptmann mit 3 Gegnern gemacht habe, kann ich jetzt rein theoretisch mit 5 Gegnern in Reihe machen. Und es gibt eine Trophy dafür, dass eben einmal mit einer Attentatskonzentration 5 Gegner zu töten. Und vielleicht kriegen wir ja heute noch so eine Situation, wo ich das nutzen kann. Habe ich jetzt eine Quest ausgewählt? Nee, ne? Mache jetzt mal hier weiter. Dafür müssen wir aber hier ganz in den Süden. Da reiten wir jetzt hin. Einfach weitermachen. Die mal alle erschrecken. Geh weg. Wenn man aus so einem Heuding kriecht. Kommen wir hier eigentlich irgendwo durch? Ich denke. Vielleicht ist die Scherbe auch irgendwo da, wo wir jetzt hinreisen, reiten. Ist ja schließlich auch in der Wildnis. Sieht aus wie die Rückseite eines Hundes? Gestern hast du halb so viel für diese Äpfel verlangt. Gestern war gestern, ha? Huh? Glaubst du, das Geld fällt vom Himmel? Ich habe eine Familie zu ernähren. Das ist die Tochter von Alibaba. Wollen wir die Quest sonst schnell machen? Der Markt muss ausgewogen sein. Jeder respektable Kaufmann weiß das. Wenn mein Vater das sehe. Marjana, Tochter von Alibaba? Wer fragt? Nenn mich Basim. Wir haben deinen Brief im Bruderschaftshaus empfangen. Ah. Die Verborgenen, ja. Hätte ich noch länger gewartet, wären meinen Kamelen Flügel gewachsen. Überspringen wir das Gewäsch. Komm, die Zeit rennt. Das sollten wir auch. Moment, wo gehen wir hin? Meinen Vater suchen. Geh du voran. Ich habe die Pferde gesattelt. Wir müssen ja eh in die Richtung. Wie hast du uns gefunden? Man hört so einiges in Bagdad. Vor allem, wenn dein Vater jeden Händler der Stadt kennt. Alibaba. In deinem Brief stand, er schwebe in Gefahr. Zweifellos. Hast du von den 40 Räubern gehört? Die berüchtigten Räuber. Angeführt vom König der Diebe. Der Legende nach führt er ein Flammenschwert. Die Jungs, mit denen ich aufwuchs, redeten unablässig von ihm. Ich hielt ihn für eine Legende. Ein Ammenmärchen. Mein Vater hatte mit ihnen zu tun. Für Räuber sind sie überraschend geschickte Händler. Dein Vater traf sie in ihrem Revier? Eine schreckliche Idee.
Ich warnte ihn tausendmal, sich nicht mit ihnen einzulassen. Doch meine Worte waren wie der Wind. Und wohin hat es geführt? Ich arbeite mit Verborgenen, um ihn zu schützen. Du musst deinen Vater lieben, wenn du einen Verborgenen als Wache anheuerst. Wir reisen zusammen. Und ich bin die Beschützerin seiner Karawane. Ich bin für sein Wohlbefinden verantwortlich. Und als Tochter sorge ich mich. Man darf diese Räuber nicht unterschätzen. Du bist mein Notnagel, falls ich Hilfe brauche. Danke. Der Plan ist einfach. Wir beobachten aus der Ferne und falls etwas passiert, folgst du mir einfach. Ich bin einfach nur der Notnagel, Chat. Für mehr reicht's nicht. Der Qualm, so müssen wir bestimmt hin. Wir sind da. Oh nein! Zuvor! Die? Das Pferd meines Vaters! Allah verfluche euch alle! Was ist mit dem Pferd passiert? Warte, Marjana! Wir wissen noch nicht, was geschehen ist. Alibabas letzter Wille. Wenn du diesen Brief findest, dann gehe davon aus, dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Ich habe viele Geheimnisse der 40 Räuber aufgedeckt, aber nicht alle. Alles, was ich herausgefunden habe, ist in meinem Tagebuch zusammengetragen. Es liegt sicher in meiner Schreibstube. Nutze dieses von mir gesammelte Wissen, um die diebische Plage zu besiegen. Möge Allah dich segnen. Ja, das Pferd sieht eklig aus. Hierher, Basim. Also das Pferd kann ja nichts dafür, aber die das mit dem Pferd gemacht haben. Ich sehe meinen Vater nicht. Da. Wir müssen da runter. Sofort. Was ist mit wir beobachten aus der Ferne? Die Zeit des Beobachtens. Schicken erstmal den Vogel. Meines Vaters Leben steht auf dem Spiel. Ich gehe. Nein, warte. Ich schalte sie aus. Lautlos. Wir sind hier in ihrem Revier. Wir müssen vorsichtig sein. Na schön. Zeig mir, wie ihr sowas macht, aber beeil dich. Verschaffen wir kein Stress. Oder drin werden noch mehr sein. Ja, nicht alle jetzt. Das ist jetzt blöd. Warum hat Bassi ihm so geatmet? Wie so ein Pferd. Die passen richtig gut auf. Wow. Das war... Okay, das war Fail. Warum fliegt das dort gegen... Okay.
Ach, da hinten sind ja noch welche. Oh, ungünstig. Immer schön wachsam bleiben. Hey, was? Ich häute dich, wenn ich dich finde. Hey! Hast du gesehen, wie schnell der gerade nach hinten gerannt ist? Der jetzt wieder dort an der Tür steht? Von oben wäre jetzt ein bisschen cleverer eigentlich. Ist das Alibaba? Alibaba! Er rührt sich nicht. Warum bewegst du dich nicht? Marjana. Ja, ich bin hier. Nein! Ich bete zu Allah, dass er nach Jana kommt. Danke. Ich glaube nicht, dass das alle Räuber waren. Es muss noch mehr geben. Wir müssen los. Ja. Nehmt ihn doch mit. Die trägt jetzt ihren Vater. Mein Vater muss begraben werden und in Erinnerung bleiben, so wie es sein soll. Triff mich in meinem Haus unweit des Bazars. Dort wirst du für deine Dienste entlohnt. Hier vorne war so ein historisches Ding. Das hier. Tausend und eine Nacht. Deshalb Zoom gemacht. Okay. Ich dachte, wir müssen hier vielleicht noch rein, weil... Hier ist eine Tür. Wieso ist eine Tür an einem solchen Ort? Hm. Sie bewegt sich nicht. Schade. Was ich nicht bedacht habe, bevor wir los sind, ist, dass ich vielleicht nochmal hätte Wurfmesser kaufen gehen sollen.
wollten das machen. Okay. Haben wir die Bonus-Quest mal angefangen? Ich hoffe, hier gibt es keine Pumas. Hä? Hat das Reh grad? Dieses Geräusch gemacht? Dieses Lager muss den Händlern gehören. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Hier ist niemand Böses. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Wer ist da? Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, sauber, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber... ich glaube, ich sah jemanden, bin aber nicht sicher. Das ist ungünstig. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Mir fehlt noch ein Hinweis. Ich pfeife. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Danke für deine Hilfe. Hier was im Wasser ist. Vielleicht das Messer oder das Schwert, mit dem der Kopf abgetrennt wurde.